Siegprämie ist Herbert Fassbender. Guten Tag allerseits. Hier ist das Brighton Center in Südengland und das ist die 15-jährige Monika Seles. Ich habe mit ihrer Familie gestern Abend zusammengesessen und gleich mal die Aussprache geklärt. Ihr Vater, Karoli, sagt Seles eigentlich, aber international Seles und dabei soll es bleiben. Und das ist Steffi Graf, die Weltranglisten-Erste, die zweimal Melbourne, zweimal Paris, zweimal Wimbledon und zweimal die US Open gewann und im vergangenen Jahr noch eins draufsetzte mit der olympischen Goldmedaille in Seoul. Steffi hatte hier, Sie haben es eben gehört, gestern große Probleme gegen Jana Novotná, die wiederum von ihrer heutigen Finalgegnerin Monika Seles als weiblicher Boris Becker bezeichnet wurde. Hier haben wir etwas aus der Biografie der 15-jährigen Jugoslawin. Sie wird am 2. Dezember 16 Jahre alt. Ihr größter Erfolg bisher zweifellos das Halbfinale von Paris. Und da zwang sie ja Steffi Graf zu drei hart umkämpften Sätzen. Es ist überhaupt erst das dritte Endspiel dieser jungen, ehrgeizigen Schülerin aus Bradenton in Florida. Dort lebt sie seit August 1986. Ein Turnier hat sie gewonnen, ausgerechnet gegen ihr großes Vorbild, gegen Chris Evert in Austin. Dann war sie noch einmal im Endspiel von Dallas. Dort unterlag sie Martina Navratilova. Und hier hat sie sich gegen Steffi in dieses Endspiel durchgespielt mit beachtlichem Erfolg. Die Spielerinnen sind in der allerletzten Phase der Vorbereitung auf dieses Endspiel, das von 3000 Zuschauern in der ausverkauften Halle im Brighton Center beobachtet wird. Monika Seles hat die Wahl gewonnen und sich für Aufschlag entschieden. Es geht los. Treffen der beiden Spielerinnen. Von Paris sprach ich schon. 3-6, 6-3, 3-6 aus der Sicht von Monika Seles, also Sieg für Steffi. Und dann in Wimbledon hat Steffi das, was in Paris noch sehr, sehr eng war, viel deutlicher gemacht. In Wimbledon in der Runde der letzten 16 fertigte sie Steffi 0-6 und 1-6 ab.
Entschuldigung, fertigte sie Monika 6-0 und 6-1 ab. Ich bekomme hier gerade Zeichen, höre leider nichts. Ich hoffe, Sie, liebe Zuschauer zu Hause, das geht ein bisschen drunter und drüber. Steffi wird hier gerade gefragt, welches der acht Grand-Slam-Turniere, die sie gewonnen hätte, ihr denn den größten Stellenwert vermittelt habe. Der erste Wimbledon-Sieg, sagt sie, ich lag bereits 5-7-0-2 zurück und habe dann das Spiel noch mit dem besten Tennis, das ich zu der Zeit spielen konnte, umgebogen. Bitte um Entschuldigung, was hier die Fernsehgesellschaft des Mark McCormick Trans World International mit uns macht. Das ist schon gelinde gesagt eine Unverschämtheit. Wir haben viel Geld für die Konzession kassiert, aber uns miserable Bedingungen offeriert. Ich hoffe, liebe Zuschauer, Sie zu Hause stört das nicht. Es steht 1-0 für Monika Seles und Steffi Graf schlägt auf. Und eins beide. Und guten Aufschlägen von Steffi. Der Schiedsrichter mahnt hier die Zuschauer, nicht mit Blitzlicht zu fotografieren. Hier sehen wir nochmal eine Studie dieser gewaltigen, beidhändigen Rückhand von Monika Seles, die nun aufschlägt. Noch auf der Linie.
Accessing all. An ihrem Aufschlag gearbeitet hat. Sie haben das selbst gesehen, wenn Sie sich noch an Paris erinnern. Da ist ein gewaltiger Fortschritt zu verzeichnen bei dieser 15-jährigen Schülerin des berühmt-berüchtigten amerikanischen Trainers Nick Bollettieri. Aber im Gegensatz zu einigen anderen seiner Schüler hat Monika Seles bisher keinerlei Verletzungen erlitten, so wie beispielsweise Aaron Krikstein oder Andrea Jäger. Hier hören wir jetzt. Because this year I started in an 8th ranking, and they're really, my parents and my goal was to get to top 50. And they're really starting those two or three tournaments, and just so well, they just really boost my ranking. And then I thought I'm going to stop at this 12, but then I got to number 7, which is really. Ja, gestartet. Ihr Ziel war es, unter die besten 50 zu kommen. Aber nachdem dann die beiden ersten Turniere so gut verlaufen waren, war sie optimistisch, vielleicht auf 12 heranzukommen. Dass sie jetzt Nummer 7 ist, das ist schon toll. Das finde ich auch. Nummer 7 der Weltrangliste nach insgesamt bisher erst 8 Turnieren. Aufschlag Steffi Graf. Hier sehen wir nochmal die letzten Ballwechsel, die zu diesem Punkt führen. Vorteil aufschlägt. Denn Schott spielt. Zwei Beide, jetzt versagt.
beiden Spielerinnen brachten ihre Aufgabe durch. Ein Verlegenheitsball, aber Monika Seles erwischt ihn nicht mehr richtig. Beide nach 0:30. Mal. Hier springt der Ball ein bisschen höher ab und Monika Seles kann voll durchziehen. Zweite Breakchance für die Weltrang des Meeres. Ball war aus und Spiel, das erste Break. Nur 30-2-Führung für Steffi Graf. Hanna Mandlikova, die 0-6 und 1-6 gegen Monika Seles verlor im Viertelfinale. Sie sagte, Steffi muss sich heute gegen Monika Seles sehr, sehr warm anziehen. Bisher läuft es gut für Steffi mit diesem ersten Break. Aber warum ist es in der Halle? Denn ihr hat seit heute Morgen unter voller Scheinwerferbestrahlung schon Proben gegeben mit kleinen Kindern, die hier vor dem Finale eine sehr schöne Tennisdemonstration zeigten. Auch Steffi hat es ja gestern schwer gegen Jana Novotna. Sie hörten es eingangs schon, 1:48 bis sie 4-6-6-3, 6-3 gewann. Der erste Satzverlust außerhalb eines Grand Slam-Turniers seit über 7 Monaten. Und das ist der Weg von Steffi ins Finale, unter anderem auch ein 6-0-6-3 gegen Claudia Kodekic.
Nun schlägt sie auf, die Brüderin. 3-2 Führung, erster Satz. Ball war aus und damit bringt Steffi ihr Aufschlagspiel zu 0 durch. Geht mit 4-2 im ersten Satz in Führung. Hier sehen wir nochmal diesen letzten Ballwechsel. War ganz eng, aber der Ball war aus. Monika Seles verkürzt auf 3-4 im ersten Satz. Sie geht noch zur High School in die vorletzte Klasse in Bradenton in Florida. Und ihr Vater erzählte mir gestern, sie sei auch dort eine der Besten. Eine sehr ehrgeizige, aber auch sympathische junge Dame. Nur das Stöhnen, mit dem sie jeden ihrer mächtigen Grundschläge begleitet, das ist umstritten. Einige sagen, es ist gegen die Regeln. Ich sprach mit der Oberschiedsrichterin Anne Hayden darüber, die vor 20 Jahren Wimbledon gewann. Sie sagt, nur dann, wenn absichtlich der Gegner gestört wird, das will ich ihr nicht unterstellen. Das ist der Weg von Monika Seles in dieses Endspiel. Schauen Sie sich mal an, wie glatt sie durchkam. Besonders deutlich der Sieg gegen Hanna Mantlikova, die immerhin schon Paris, Melbourne und die US Open gewonnen hat. That's it.
Zwei Drehbälle gegen den Ausschlag von Stettiger. Wieder diese knochenharte, beidhändige Rückhand, wenn Sie mir diesen Ausdruck gestatten würden. Und ein Stand nach 15:40. Und damit dritter Breakball für Monika Zelt. Und dann verzieht Steffi ihre Vorhand. Gespielt sind jetzt übrigens 26 Minuten. War die Lohn für die gute Laufarbeit von Steffi Graf. Hier sehen wir es nochmal. Thank you.
Kommunikation. Steffi, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Ball hat die Linie gerade noch gedreht und damit also 5-4-Führung für Monika Seles, deren beidhändige Grundschläge wirklich beeindruckend sind. Sie hat sich sicherlich auch körperlich in diesem Jahr weiterentwickelt, wird hier noch angegeben mit 1,62 Meter. Da sind übrigens die Eltern von Monika Seles, Mutter Esther, gebürtige Ungarin, der Vater Grafiker und Karikaturist, neuerdings auch Tennistrainer. Und da die komplette Familie Graf, nee, jetzt sind es wieder dahinter, sehen Sie Peter Graf und Bruder Michael, ganz rechts, ganz kurz im Bild, war auch Pavel Slovil zu sehen, der seit nunmehr 3 Jahren Steffi Graf betreut, mit sehr viel Erfolg betreut. Natürlich ist Steffi vielleicht das Jahrhunderttalent im Damentennis, aber sicherlich ist es auch ein Verdienst des tschechoslowakischen Trainers, der früher mal Doppelweltmeister war, dass er Steffi in ihrem Training so dosiert, vorbereitet durch die ganze Saison führt. Aufschlag Steffi Graf, die 4-5 zurücklegen. Steffi, glaubte der Ball sei Netz gewesen, das ist die Netzrichterin, und hat deswegen nicht so richtig reagiert, aber der Schiedsrichter John Bryson aus Essex sagt 0-15. Das ist Steffi Sandford, ihr zweites Satz. Volles Risiko. Zum Zweiten, ein sehr hart umkämpfter erster Satz, nachdem es ja zunächst nach dem Break durch Steffi Graf so schien, als könne die Weltranglistenerste davonziehen. Aber Monika Seles ist auch eine große Kämpferin
gibt keinen Ball verloren. Steffi Graf, Monika Seles, jetzt deren Aufschlag Ziel ab. Und die Weltranglisten Erste geht mit 6:5 im ersten Satz in Führung. Ich sagte Ihnen, Monika Seles hat ihr Aufschlagspiel enorm verbessert. Hier sehen wir es nochmal. Das ist ja fast der einzige Schlag, den sie mit einer Hand ausführt. Da sehen Sie aber mal eine Ausnahme, weil eine ganz vorsichtig gesleiste Vorhand. Ich muss nochmal sagen, es ist sehr warm in der Halle. Hier die Eltern von Monika Seles erneut. Vor 4 Jahren waren sie mit der Monika für etwa 3 Monate in Köln, trainierten dort bei einem Kölner Tennisclub. Und schon damals erregte die, da gerade 11-jährige Monika großes Aufsehen. Sie kam mit dem frischen Ruhm einer Europameisterin, der 14-Jährigen. So dominierte sie. Mit 12 war sie schon Sportlerin des Jahres in Jugoslawien. Aber jetzt muss sie aufpassen, denn Steffi kann mit ihrem Aufschlag jetzt den ersten Satz beenden. Erneut ein Ass von Steffi Graf. Ihr drittes. Ass Nummer 4 gleich hinterher. Steffi schlägt hervorragend auf. 2 Satzbälle für die Weltranglisten Erste.
Das ist der erste Satz für Steffi Graf. Nach 39 Minuten 7 zu 5. Hier nochmal der Satzball. Der Rest war Formsache. Ball war aus und der zweite Satz beginnt gleich mit einem Aufschlagverlust von Monika Seles, die möglicherweise dem starken Druck von Steffi Graf doch nicht standhalten kann. Aber Sie sehen, auch bei Steffi hat der bisherige Spielverlauf Spuren hinterlassen. War schon ein harter Kampf und sie hatte eben gestern einen harten Kampf zu bestehen gegen Jana Novotná. Hier wird Steffi danach gefragt, dass sie ein Familienmensch sei, ob sie denn überhaupt für die Familie Zeit habe. Und sie sagt, ja, zu den großen Turnieren kommen meine Eltern und auch mein Bruder mit. Auch hier in Breiten ist die ganze Familie da. Das gibt mir so ein Gefühl, zu Hause zu sein. Aber es ist auch immer schön, nach Hause zu kommen. Das Haus, die Familie, die Hunde, um sich herum zu haben, das ist schon ein tolles Gefühl. Aber jetzt geht es hier weiter und da sehen wir, Steffis Mutter Heidi und davor Pavel Soll. Thank you.
Und noch ein Ass, Nummer 5, zu 0, gewinnt Steffi. Ihr Aufschlagspiel geht mit 2 zu 0 in Führung. Sie zeigt sich blendend eingestellt gegen Monika Seles, die für so viel Furore in diesem Spiel gesorgt hat. Der erste Doppelfehler. Herrlich, die Sorge ganz gleich. Das sehen wir nochmal. Wenn die Bälle so ins Halbfeld kommen, dann hat Monika Seles Zeit, sich zu stellen und ihre gefürchteten zweithändigen Schläge anzusetzen. Schön gespielt dieser Longline-Passierschlag von Monika Seles. Und nach Abwehr dieses Breakballs holt sich Monika Seles nun doch noch ihr Aufschlagspiel, liegt aber mit einem Break zurück. 7-5, 2 zu 1. So lautet der Stand aus der Sicht von Steffi Graf. Monika Seles, wohin wird ihr Weg noch führen? Die Meinungen gehen auseinander. Chris Evert legt sich fest, sie ist in 2-3 Jahren mindestens die Nummer 2 oder 3. Martina Navratilova sagt, sie ist so weit mit 15 wie wohl keine vor ihr. Aber wer will sagen, wie sie mit 18 spielt? Man sollte auch nicht zu hoch greifen, um den Druck auf sie nicht zu erhöhen. Mit dem Druck der Nummer 1 fertig geworden, gut fertig geworden dagegen ist Steffi Graf. Sie macht auch hier in Brighton einen sympathisch bescheidenen Eindruck. Es gab ein bisschen Theater mit der Zuweisung der Trainingszeiten. Aber da sagen selbst die englischen Zeitungen, sie ist nun mal die Nummer 1 und hat ein gewisses Vorkaufsrecht, so wie es früher Martina Navratilova oder Chris Evert hatten. Aufschlag Steffi Graf, 2 zu 1 Führung zu Anfang. Eine der ganz seltenen Netzausflüge von Monika Seles. Hier sehen wir die Wiederholung. Diesen Ball antizipiert Steffi gut. Den hier meine ich. Aber Monika Seles rutscht ganz dicht ans Netz.
und macht den Punkt. Eine der längsten Ballwechsel des gesamten Netzes. Steffi Hett, die 5 Jahre jüngere Jugoslawin, die dann zwangsläufig Fehler produziert. Und damit Breakchance für Monika Seles zum 2-Beide. War gut gedacht. Und wieder war die Basis der gute erste Aufschlag von Steffi Graf. Der Rest wieder einmal nur Formsache.
Die Weltranglistenerste geht mit 3:1 im zweiten Satz in Führung. Und wieder mal 3 Breakchancen für Steffi Graf. Ben Strong. 4:2 für Steffi Graf im zweiten Satz. 7:5 gewann sie den ersten. Gespielt sind jetzt 55 Minuten. Sieht so aus, als würde Steffi sich nun auch den 13. Turniersieg in diesem Jahr holen. Es wäre dann, meine Damen und Herren, der 80. Sieg bei 82 Spielen. Nur 2 Niederlagen. Das ist die beste Bilanz der Steffi Graf bisher. Im vorigen Jahr, im Jahr des Grand Slam, hieß ihre Bilanz 72:3, 87, 75:2. In diesem Jahr gewann sie 3 Grand Slam-Titel. Und hier nochmal ein Blick auf den Familienclan der Graf, Vater Peter und dahinter Mutter Heidi, vorne Pavel, Logo, der Koch. In diesem Jahr also 3 Grand Slam-Titel, nur in Paris verlor sie gegen die Spanierin Arantxa. Wunderbar gegen die Laufrichtung gespielt. Steffi lässt Monika Seles laufen. Und spielt sie klassisch aus. Da war wieder einer der gefürchteten beidhändigen Schläge, die sie von beiden Seiten aus perfekt beherrscht. Der erste Doppelfehler bei 5 Assen der Steffi Graf.
Aber der reichte zur 5-2-Führung im zweiten Satz. Ist das jetzt schon das letzte Aufschlagspiel von Monika Seles? Geht los mit dem zweiten Doppelfehler. Jetzt ist Steffi zwei Bälle vom Turniersieg entfernt. Seles verkürzt auf 2 zu 5 im zweiten Satz. Wie stark die Leistung der Jugoslawin in diesem Turnier von Brighton war, an dem sie zum ersten Mal teilnimmt, mag die Tatsache erhellen, dass sie hier gegen Steffi Graf überhaupt zum ersten Mal einen Satz abgeben musste. Jetzt freilich steht sie auch bei Aufschlag von Steffi Graf kurz vor dem Matchverlust. Aber das wäre ja noch normal. Man darf damit rechnen, dass Monika Seles eine der Verfolgerinnen von Steffi Graf in den nächsten Jahren werden wird. Aber da gibt es ja auch noch andere. Denken Sie zum Beispiel an die Spanierinnen Arantxa Sánchez, an Conchita Martinez, um nur diese beiden zu nennen. Dann kommt ja da noch ein junges Talent aus den USA, Jennifer Capriati, die noch 13 ist und im nächsten Jahr mit 14 zum ersten Mal an einem offiziellen Juniorenturnier teilnehmen. Aber zurück zu diesem Spiel. Steffi Graf schlägt auf zum möglichen Matchgewinn. Die noch gut war. Sah man dann fast eine resignierende Handbewegung von Steffi Graf. Aber resignieren muss sie natürlich bei diesem Spielstand überhaupt nicht. Thank you.
Der Ball von Monika Seles war schon aus. Und nochmal Breakchance für die Jugoslawin. Und ja, noch einmal ein Break. Der tapfer kämpfenden 15-Jährigen. Aber das ist der Stand aus der Sicht von Steffi Graf. 7:5 und 5:3. Immer noch legt Steffi Graf in diesem zweiten Satz einen Break vorne. Aufschlag aber jetzt Monika Seles. Und 40:0. Monika Seles, ihr Aufschlag fiel und verkürzt auf 4:5 im zweiten Satz. Sie ist, ich sagte das mehrfach, eine große Kämpferin. Wer sie beispielsweise gestern gegen die Vorjahresfinalistin Manuela Malejewa gesehen hat, als sie 5:3 zurücklag im ersten Satz und dann verbissen sich Punkt um Punkt herankämpfte und zum Schluss war es jedenfalls zahlenmäßig eine glatte Sache im Balkan-Duell, wenn Sie so wollen. 6:3 und 6:2 für die Jugoslawin Monika Seles gegen die Bulgarin Manuela Malejewa. Eben hat Steffi die Chance, mit ihrem Aufschlag alles klar zu machen, nicht genutzt. Mal sehen, wie es jetzt ist. Für sie sind 1:08 im Brighton Center an der Südküste Englands vor 3000 Zuschauern.
knapp aus. Zwei Bälle vom Match gewinnen, sah Steffi Graf eben schon einmal. Matchball für Steffi Graf. Mit diesem Netzroller wird Monika Zelicek großes Lob gebührt, weil sie toll kennt diesen ersten Netzball ab. Und natürlich hat die 15-jährige Jugoslawin gegen die Weltranglistenerste hier in Brighton überhaupt nichts zu verlieren. Einstand. Und der zweite Netzball. Advantage McGraw. Das wäre es gewesen. Steffi Graf schlägt Monika Seles mit 7 zu 5 und 6 zu 4 nach einer Stunde und 14 Minuten. Herzlichen Glückwunsch zum 13. Turniersieg und zum 18.